vermeiden. Sträflich wurde Breitner hier allein gelassen. Opitz war eigentlich sein Gegenspieler. Er fiel auf diese schnelle Attacke herein. Schipper, der linke Verteidiger. Und dann Büker und erneut Jean-Marie Pfaff, der gutes Stellungsspiel bewies. Die Schalker Zuschauer waren zufrieden. Es war eine gute Stimmung im Stadion. Dem Verein bescherten die 70.000 Zuschauer 1 Million Mark Einnahme. Und Breitner prüft Junghans, der diesen Ball mit Mühe und Not an die Latte lenken kann. Wir sehen diese Szene noch einmal. Der herrliche Schuss und die gute Parade von Walker Junghans. Es war dann auch der Pausenstand, 1:0. In der zweiten Hälfte auch wieder das kontrollierte Spiel des FC Bayern. Rummenigge wird hier gefoult von Bernhard Dietz. Und da gibt es schon einige Attacken. Auch der Schiedsrichter wird gestoßen, Herr Theobald aus Wiebelskirchen. Rummenigge führt den Freistoß selber aus. Und das zweite Mal muss der Pfosten für Schalke 04 retten bei dieser Aktion von Karl-Heinz Rummenigge. Und Sigi Held, der Trainer der Schalker, zwinkerte noch stärker mit den Augen. 6 Minuten später dann jedoch das 2:0 nach der Ecke von Karl-Heinz Rummenigge. Sigi Held ahnte schon etwas. Und der kleinste Spieler bei den Bayern wird dieses 2:0 ausgerechnet mit dem Kopf erzielen. Wolfgang Kraus. Loran steht noch auf der Linie. Verlängert das Leder noch, aber das 2:0 ist perfekt und Wolfgang Kraus nimmt sich gleich Paul Breitner zur Brust. Und Sigi Held wusste, das konnte schon die Vorentscheidung sein. Herrlich gemacht, dieser Kopfstoß des Bayern-Mittelfeldspielers. Dann in der 70. Minute ein kurioses Tor. Norbert Nachtwey versucht es einmal, trifft aber leider bei seinem eigenen Torhüter, bei Jean-Marie Pfaff. Franz Beckenbauer hat das früher eleganter gelöst. Er versuchte, um ein Eigentor zu verhindern, den Pfosten zu treffen. Nun, Norbert Nachtwey hat sicherlich noch Gelegenheit, das zu üben. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser. Hier allerdings mit dem linken Fuß herrlich gemacht. Das Eigentor zum 2:1. Dann kamen bei Schalke mit der 12 Klute Simon und mit der 14 Norbert Jansson. Und der Auswechselspieler der Knappen trifft nur das Außennetz. Er kommt über die Rolle des Auswechselspielers auch bei 0-4 nicht hinweg. Und dann ein Handspiel von Augenthaler. Schiedsrichter Theobald aus Wiebelskirchen lässt jedoch weiterspielen. Dann hält Lorand Rummenigge fest, klar zu erkennen. Doch der Schiedsrichter gibt den Elfmeter nicht. Der 7 Jahre ältere Werner Lorand läuft eine Zeit lang hinter Rummenigge her, hält ihn am Trikot fest, bis der Bayern-Spieler stürzt, aber der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Einige mäßige Leistung von Herrn Theobald. Wieder Jansson vorbei an Dremmler. Und der Druck der Schalker in der Endphase immer stärker. Dietz kommt jetzt an das Leder und er trifft Wolfgang Grobe genau am Kopf. Der Innenverteidiger bleibt minutenlang benommen am Boden. Die Tests des Bayernarztes waren jedoch erfolgreich und so spielte Grobe weiter bis zum Ende zum verdienten 2:1-Sieg der Bayern. Und vielleicht kann uns Wolfgang Kraus sagen, ob Wolfgang Grobe noch sehr unter den Nachwirkungen dieses Wolle